Ich bin Elisa, ich bin 22 und ich komme aus Frankenthal. Ich mache eine Ausbildung zur Pharmakantin in der Arzneimittelproduktion, also Herstellung der Arzneimittel, Produktion, Überwachung. Also mir war schon immer klar, dass ich so mich für den naturwissenschaftlichen Bereich interessiere. Und ja, dann habe ich viele Praktikas gemacht und eins war in der Apotheke und dann habe ich gewusst, okay, Arzneimittel interessieren mich und bin dann in die Richtung gegangen. Also besonders Spaß macht es mir, wenn wir im Labor sind. Und ja, da selbst tätig werden können. Das macht am meisten Spaß. Also wir sind nur 3 Monate im Lehrlabor und haben da so eine kleine Grundausbildung und dann sind wir schon in die Abteilung gegangen. Es ist von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Also in manchen Abteilungen hat man dann ein festes Projekt, an dem arbeitet man, macht dann auch eine Abschlusspräsentation. Und in anderen Abteilungen ist man dann den ganzen Tag mit seinem ABA unterwegs, also mit dem Betreuer, und der erklärt einem dann, was er macht und wie die Abteilung so läuft. Es kommt immer darauf an, wie groß die Abteilung ist. In manchen sind wir 3 Monate, in manchen auch ein halbes Jahr. Und ja, immer wenn die Zeit vorüber ist, setzen wir uns hin und haben dann ein Abschlussgespräch und füllen zusammen einen Entwicklungsbogen aus. Natürlich ist man beim ersten Mal überrascht, wie riesig das alles ist und wie viel da eigentlich gemacht wird, wie viele unterschiedliche Berufe. Allein am ersten Tag, als ich gesehen habe, wie viele verschiedene Azubis und Studenten da sind, das ist ja. Also ich war total überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und im Nachhinein jetzt finde ich es ganz gut, weil Roche bietet den Azubis schon viel. Und wenn ich das mit anderen, auch großen Firmen in der Umgebung vergleiche, dann sind es schon gute Möglichkeiten, die Roche einem bietet. Die personalisierte Ausbildung hat Roche ja schon eingeführt. Heißt, wenn man jetzt bei mir irgendwelche Defizite feststellen würde, wird man genau da dann versuchen zu helfen. Und ja, die Ausbilder achten da schon drauf, dass jeder aus dem Lehrjahr mitkommt und dass keiner so hinterherhinkt. Wir fahren in der ersten Woche direkt zur Einführungswoche mit allen neuen Azubis und Studenten. Und das ist dann so ein kleines Kennenlernen, so kleine Lerneinheiten, um Roche besser kennenzulernen, die Ausbilder besser kennenzulernen. Ja, das war schon ganz, ganz cool da. Insgesamt machen wir 3 Fahrten, halt die Einführungswoche in Mainz, dann fahren wir in eine Fit fürs Team-Woche nach Prüm und dann im zweiten Lehrjahr noch mal 1 Woche nach Medebach in den Center Park. Ja, also auf jeden Fall die Ausbildung wirklich nur machen, wenn er sich auch wirklich für die naturwissenschaftlichen Bereiche interessiert, weil ja, anders wird er da nicht so viel Spaß haben und man muss sich halt bewusst sein, dass Pharmakant ein Beruf ist, in dem man in der Produktion arbeitet. Also es ist nicht, dass man nur im Labor ist, sondern man muss halt auch echt in der Produktion mitarbeiten und ja, dessen sollte man sich bewusst sein im Vorhinein schon. So, in den Abteilungen bin ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut aufgenommen worden und die sind auch alle auch total freundschaftlich. Man merkt dieses Chef-Auszubildenden-Verhältnis nicht unbedingt, also es ist eher auf der freundschaftlichen Ebene, aber mit einem trotzdem gewissen Respekt.